Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Auch in Zeiten wie diesen oder gerade in Zeiten wie diesen wollen wir auf sogenannte Megatrends blicken. Unser Gast an dieser Stelle dazu ist natürlich Trendfolger Michael Proffe. Schönen guten Tag, Herr Proffe. Zunächst erstmal allgemein. Die Märkte stehen natürlich komplett momentan im Zeichen der Corona-Krise. Es herrscht eine extrem hohe Volatilität. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Marktlage? Ja, schönen guten Tag, Herr Ume. Ja, es ist natürlich was sehr Außergewöhnliches, was wir erleben. Wir haben das alles noch nicht auf dieser Welt, wir erleben das zum ersten Mal auf dieser Welt, was da gerade passiert. Und an den Börsen ist das natürlich in den letzten 20 Tagen rapide nach unten gegangen, weil alle können das nicht fassen, was da in Wirklichkeit passiert. Und wenn die Börse etwas nicht mag, dann ist das Ungewissheit. Und da spielt also Zeit jetzt eine wahnsinnig große Rolle. Viele sind in Panik geraten und deswegen ist das Volatilitätsparameter natürlich auch riesig hochgestiegen. Wir hatten sogar temporär ein höheres Tief, also über 86 gegenüber, was wir in der Finanzkrise gesehen haben. Jetzt kommt es darauf an, wann wir reflektieren, wie lange der Zeitraum dieses Coronavirus uns beschäftigen wird, wann die ersten Abflachungen kommen und wann die ersten Meldungen darüber kommen. Sobald wir die Märkte erfahren, aha, das ist ein Zeitfenster, in dem ich planen kann, da haben wir den Hochpunkt erreicht und da geht es wieder runter. In dem Moment, wo wir das erreichen, dann gucken die Börsen wieder nach vorne und sagen, was kommt denn eigentlich danach? Also Zeit spielt gerade eine riesige Rolle und die letzten 20 Tage sind einfach viel zu kurz und da ist das ganz normal, dass die Börsen dann auch, wie wir es gerade erleben, in Panik geraten. Sie sehen aber Megatrends als sicherste Geldanlage quasi der Welt und sagen auch, dass keine Krisen der Welt daran jetzt etwas ändern können oder werden. Wie gehen Sie denn als Trendfolger aber trotzdem mit der aktuellen Lage um? Ja, also zum einen, ich habe nicht eine einzige meiner Aktien verkauft, auch meine Leser nicht geraten, auch eine Aktie zu verkaufen. Denn die Geschäftsmodelle der Trendunternehmen, die sind natürlich weiterhin vom Bestand und die werden diese Krise auch überleben, genauso wie sie die Finanzkrise und viele, viele andere Krisen überlebt haben. Denn wir Menschen, wir werden uns ja nicht verändern. Wir werden ja unser Konsumverhalten, unser Produktverhalten weiterhin aufrechterhalten. Wir haben nur eine temporäre Pause. So, das wird eine gewisse Zeit lang auch auf die Umsätze, auf die Gewinne lasten, aber danach werden die alle wieder ansteigen. Wie lang diese Pause jetzt ist, das wissen wir natürlich nicht, ob das ein Quartal oder zwei Quartale sind. Aber als Langfristanleger denkt man ja nicht über ein oder zwei Quartale, sondern dann denkt man über mehrere Jahre. Und alle Trendfolger, die ich begleite, die werden in den nächsten 12 bis 24 Monaten ihre alten Hochs wieder sehen. Weil all die Produkte und Dienstleistungen, die diese Trendfolger erbringen, werden wir auch in Zukunft brauchen. Und die Weltbevölkerung wird auch weiter wachsen. Also ist das gerade nur eine temporäre Geschichte. Das sieht natürlich bei vielen ein bisschen dumm im Depot aus, wenn die Aktien gerade da 20, 30, teilweise sogar 50% im Minus liegen. Aber wie gesagt, das ist nur eine temporäre Geschichte. Das sieht in absehbarer Zeit, die möglicherweise in den nächsten Wochen planbar wird, wieder ganz anders aus. Und dann werden natürlich viele Trendaktien V-förmig sich erholen. Und deswegen haben Sie uns auch heute zwei Werte mitgebracht, von denen Anleger eben hier dann profitieren könnten. Die erste Aktie ist Costco Wholesale. Sie haben uns den Chart der vergangenen zwei Jahrzehnte jetzt erstmal mitgebracht. Was ist denn das Erfolgsrezept? Ja, also das Unternehmen verkauft limitierte Markenprodukte, spezielle limitierte Markenprodukte. Und wer sowas schon mal gekauft hat, weiß, dass die extrem teuer sind und dass eine sehr hohe Marge drin ist. Und da das Unternehmen diese Sachen im großen Stil einkaufen kann und an Einzelhändler, Kleinhändler und Unternehmen weiterverkauft, machen die natürlich Riesengewinne. Und so können wir hier in dem Chartbild über das letzte zwei Jahrzehnt diese Entwicklung natürlich sehen. Es geht dann von links unten nach rechts oben. Wir sehen da auch in der Mitte ungefähr die Finanzkrise, wo es kurz mit runterging und da kam diese riesige Erholung wieder. Sowas Ähnliches würden wir jetzt auch sehen, wenn wir aktuell eine Korrektur bei dieser Aktie sehen würden. Diese haben wir aber noch gar nicht so richtig wie in der Finanzkrise. Aber Sie haben uns auch den Jahreschart mitgebracht und da sieht man dann schon eher die Auswirkungen des Coronavirus. Ist das Geschäftsmodell von Costco Wholesale denn temporär gefährdet? Ja, und das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn wir uns jetzt das Jahreschart anschauen, dann sehen wir, die Aktie ist in den letzten Wochen mit den Märkten so um die 20% geschwankt, liegt jetzt aber nur 3% vom alten Hoch entfernt. Also da ist nicht viel passiert. Aber das heißt nicht, dass da noch was passieren kann. Denn was passiert, wenn die Geschäfte alle zumachen und die Kunden nicht mehr kommen und nicht mehr konsumieren können? Dann müsste dieser Kurs eigentlich temporär auch einbrechen. Das hängt jetzt an der Zeitschiene drauf an. Wir haben gerade erfahren, dass in Asien es wieder langsam zur Normalität zurückkommt. Wir haben erfahren,
dass in Italien möglicherweise der Peak erreicht worden ist und dass sich die Kurve verlangsamt. Wenn all solche Nachrichten die nächsten Tage und Wochen immer mehr in den Markt hineinkommen, dann kommt auch Zuversicht und dann könnte es sein, dass dieser Aktienkurs zwar weiter so volatil schwankt, aber dann auch weiter steigt. Aber wie gesagt, das Risiko ist groß, dass dieser Wert, der noch überhaupt nicht richtig reagiert hat, dann auch jetzt die Tage irgendwann reagiert, weil man sagt, hey, diese Luxusmarkenartikel, die ich gerne verkaufen möchte, kann ich nicht verkaufen, die Geschäfte sind nur dicht, es kommen keine Kunden und dann wird dieser Kurs natürlich mitleiden. Aber nur kurzfristig halt, ne? Dann haben Sie uns noch einen zweiten Wert für heute mitgebracht, Procter & Gamble. Hier haben Sie uns auch die Performance der letzten 5 Jahrzehnte eben mitgebracht. Welche Schlüsse lassen sich denn aus diesem Chart ziehen? Ja, da kommt mich natürlich zu meiner Trendfolgestrategie. Wenn wir in den letzten 5 Jahrzehnte gesehen haben, was auf dieser Welt alles passiert ist, das könnte ich hier gar nicht alles aufzählen, das würde den Rahmen völlig sprengen. Aber in dieser Aktie spiegelt unter anderem unser Konsumverhalten wider. In diesem Unternehmen werden ja Produkte, die wir zum alltäglichen Leben brauchen, in der Haushaltspflege, in der Hygienepflege, Nahrung, in der Babypflege, Getränke etc., die werden immer benötigt. Und so ein Aktienkurs re reagiert natürlich bei Korrekturen an den Märkten mit. Aber langfristig spielt das alles keine Rolle, weil wir unsere Verhalten nicht verändern können und nicht wollen und nicht müssen und die Menschheit natürlich weiter steigt. Und deswegen ist dieser Chart in den letzten 50 Jahren, also 5 Jahrzehnte, da gab es so viele Börsenkrisen, ob es die Finanzkrise war, ob es die Dotcom-Krise war, so viele Börsencrash. Ja, es ging dann immer runter. Das sind die idealen Momente denn, um in so eine Aktie zu investieren. Deswegen Trendfolgeaktien kann man ein ganzes Leben begleiten. Selbst wenn sie temporär einmal runtergehen, und dafür ist die Procter & Gamble als ein wunderbares Beispiel. Zuletzt hat aber die Aktie von Procter & Gamble ja auch gelitten. Wann könnte denn aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt zum Einstieg hier gekommen sein? Ja, da müssen wir natürlich mal aufs Jahreschartbild schauen. Da können wir sehen, dass die Aktie in den letzten 20 Tagen kräftig mitgelitten hat. Die ist 20% runtergegangen, 20% wieder rauf und wieder runter. Die wackelt also auch hin und her, liegt momentan 6,5% unter ihrem alten Hoch. Alle Produkte, die Procter & Gamble herstellt, die brauchen wir aktuell. Ja, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, mit Körperpflege, Hygiene, das wissen wir, das wird alles gebraucht. Das heißt, langfristig wird dieser Aktienkurs natürlich immer weiter steigen. Ist das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt für jemanden, der über 2 Jahre denkt? Sicherlich. Kann die Aktie noch weiter runtergehen? Ja, sie kann noch runtergehen, denn wir brauchen zwar all diese Produkte, aber was ist, wenn wir nicht in die Läden gehen können und sie kaufen können? Was ist, wenn wir sie nicht online bestellen können, weil sie nicht rechtzeitig gebracht werden? Also das ist halt das Problem. Wenn man nicht kaufen kann, weil die Warenkette unterbrochen ist, dann wird auch dieser Aktienkurs einbrechen. Aber wenn ich über einen längeren Zeitraum denke, nämlich 2 Jahre, ja, dann werde ich eine riesige Performance mit dieser Aktie gemacht haben. Und das sollte sowieso jeder Anleger, der gerade in Trendaktien investiert ist, der sollte schauen, wo stehen eigentlich meine Aktienkurse in 12 oder 24 Monate? Ja, die Welt wird sich erholen, es wird alles wieder loslaufen und die Aktienkurse werden wieder steigen. Wer mit diesen Gedanken daran geht, ist bei den Trends immer wunderbar aufgehoben. Aber wie gesagt, ich kann nicht vorhersagen, kein Mensch kann vorhersagen, ob wir auf diesem Niveau, das wir gerade haben, aktuell bleiben oder ob wir nochmal absacken oder ob wir das Niveau gefunden haben, wo wir jetzt langsam wieder nach oben durchstarten. Das weiß keiner so genau. Wer langfristig denkt, für den ist das völlig egal, der bleibt in den Trendachsen drinnen und macht aus langer Sicht weiterhin gute Gewinne. Herr Proffer, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, Herr Hummel. Bis dann. Ja, schön, dass Sie dabei waren bei unserem Blick auf diverse Megatrends. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.